Hallo Freunde, heute kommt endlich der von vielen lange ersehnte zweite Teil des Astroberry Einstiegsguides. Es hat lange gedauert, aber ich wollte zuvor die von mir gezeigten Features ausgiebig testen. Da spielte aber leider das Wetter nicht mit. Hier ist er jetzt aber endlich und ich würde sagen, wir beginnen mit einem Vorwort. Wie immer gibt es zu dieser Videoreihe auch ein großes selbstgeschriebenes Handbuch. Sowohl im Handbuch als auch in dem Video geht es vor allem um die Themenschwerpunkte Internetverbindung mit dem Heimnetz aufbauen, K-Stars als Planetarium-Software, das Plate-Solving und das Hinzufügen neuer Deep-Sky-Objekte und einige andere Dinge. Wichtig ist, dass sich dieses Handbuch und die Videoreihe vor allem an Anfänger richtet, die noch nie zuvor mit K-Stars ECOS gearbeitet haben. Es baut in diesem Falle auch didaktisch auf dem ersten Teil des Handbuchs auf. Es ist also eigentlich erforderlich, den ersten Teil gesehen zu haben. Zum einfacheren Verständnis arbeiten wir übrigens in diesem Handbuch und im Video mit den Simulatoren. Hierfür erstellen wir später auch gemeinsam ein ECOS-Profil. Die Internetverbindung mit dem Heimnetz aufbauen. Es gibt mit dem Astroberry zwei Wege, um sich mit dem Heimnetzwerk zu verbinden. Der erste ist per LAN-Kabel und der zweite per WLAN-Verbindung. Ich lege euch ans Herz, die LAN-Methode zu nehmen, da diese eine sichere und stabile Verbindung liefert. Per Nutzung mit dem WLAN darf die Verbindung nicht unterbrechen, da sonst unter Umständen eine erneute Verbindung fehlschlagen könnte. Dies ist mir in der Vergangenheit schon einige Male passiert und ist wirklich frustrierend. Dennoch ist es mir wichtig, euch hier beide Methoden zu zeigen und deshalb fangen wir einfach mal mit der WLAN-Methode an. Hierfür müsst ihr euch zuerst einmal auf dem Astroberry Desktop befinden. Ich empfehle hier dringend, dies per Monitor, Maus und Tastatur zu machen. Sobald ihr euch nämlich mit eurem Heimnetz verbindet, wird der Astroberry seinen Hotspot ausschalten und ihr werdet euch nicht mehr anmelden können. Da ihr aber erst noch euer Internetpasswort eingeben müsst, müsst ihr spätestens dann sowieso auf Monitor, Tastatur und Maus wechseln. Also am besten gleich von Anfang an das Ganze per Monitor, Maus und Tastatur steuern. Hier ist noch wichtig, Folgendes zu erwähnen. Die Methode per LAN bietet euch hier auch ohne Monitor, Maus und Tastatur die Möglichkeit, den Astroberry mit dem Internet zu verbinden. Dazu aber gleich mehr. Zuallererst einmal müssen wir unser Netzwerk überhaupt einmal finden. Hierfür fahren wir einfach mal nach oben rechts auf das Symbol mit den vielen Balken. Da ich hier schon per WLAN verbunden bin, wird mein Netzwerk bereits oben angezeigt. Euer Netzwerk wird bei erstmaliger Verbindung allerdings unter dem Reiter verfügbar angezeigt werden. Dort stehen auch alle anderen verfügbaren Netzwerke. Klickt einfach auf euer Netzwerk und es sollte sich folgendes Fenster öffnen. Da ich mit einem Klick auf ein anderes Netzwerk mein eigentliches Netzwerk verlassen habe und ich ja per WLAN im Astroberry drin war, bin ich jetzt rausgeworfen worden. Deshalb dieses abfotografierte Bild mit dem Handy. Und das ist genau das, was ich gemeint habe. Solltet ihr euch auch per Hotspot des Astroberrys im Internet einrichten wollen, werdet ihr spätestens hier zwingend Monitor, Maus und Tastatur benötigen, da ihr nun euer Passwort eingeben müsst. Ist das Passwort jetzt korrekt eingegeben, haben wir Internet per WLAN. Gehen wir nun auf das Startsymbol und fahren in die Einstellungen, können wir unter Advanced Network Configuration unsere Netzwerkverbindung noch weiter einstellen. Am Anschluss sollte sich dann dieses Fenster öffnen. Klicken wir nun mit einem Doppelklick auf unser Netzwerk, können wir seine Attribute einsehen. Das ist jedoch nicht weiter wichtig. Entscheidend ist vor allem in diesem Falle, dass ihr in dem vorangegangenen Fenster auch den Astroberry Hotspot wieder aktivieren könnt, wenn ihr das wollt. Um den Astroberry per LAN-Kabel zu verbinden, reicht es übrigens einfach aus, das eine Ende in den Router und das andere in den Astroberry zu stecken. Die Verbindung wird sofort hergestellt. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, alle weiteren Schritte bezüglich der Internetverbindung sind von hier aus gleich. Egal ob per WLAN oder per LAN, ab jetzt ist alles das gleiche. Ich werde den Astroberry nun über meinen Router ansteuern und den Desktop des Astroberrys in einem Internetfenster meines Browsers laufen lassen. Das ist unheimlich praktisch, da ich den Astroberry je nach Länge des LAN-Kabels auch meterweit entfernt zum Beispiel in einer Sternwarte aufbauen könnte und gemütlich von jedem Gerät, das im selben Heimnetz ist, den Astroberry steuern kann. So wäre auch eine Verbindung von jedem Ort der Welt möglich, solange ich Zugriff auf mein Heimnetzwerk bzw. den Router habe. Jetzt sollten wir aber erst einmal Zugriff auf den Router erhalten. Das ist je nach Router ein wenig unterschiedlich. Das Passwort dafür befindet sich aber meist auf einem Aufkleber auf der Unterseite des Gerätes. Die entsprechende aufzurufende Adresse für den Browser muss man aber je nach Router selber rausfinden. Google ist hier definitiv euer Freund. Haben wir uns angemeldet, erscheint folgendes Fenster im Browser. Bei den Heimnetzgeräten ist jetzt auch ein blaues Astroberry aufgeführt. Klicken wir darauf, geschieht die ganze Magie. Genial, oder? Nun können wir super bequem vom PC oder jedem anderen Gerät aus auf den Astroberry zugreifen und haben die volle Kontrolle.
Je nach Gerät müsst ihr aber auf lokales Skalieren klicken. Bei der Desktop-Nutzung mit einem normalen 16:9 Monitor ist dies jedoch nicht notwendig. Ihr seid zwar ein wenig beschnitten, aber jetzt nicht großartig. Später werde ich es auf jeden Fall nochmal ändern, aber grundsätzlich könnt ihr es auch auf dem normalen Wert lassen. Nun können wir mit den weiteren Themen dieses Videos fortfahren. K-Stars als Planetarium-Software. Zunächst öffnen wir K-Stars wie gewohnt über die Startleiste oben. Das ist das Interface, das euch erwartet, nachdem ihr K-Stars geöffnet habt. Diesmal gehen wir jedoch nicht sofort in ICOS, sondern schauen uns erst noch ein wenig um. Das ist die Leiste, die sich in K-Stars oben befindet. Gehen wir sie einmal Schritt für Schritt durch. Wir wandern dabei von links nach rechts. Symbol 1 ist das Reinzoomen, während Symbol 2 das Rauszoomen ist. Symbol 3 ist die Objektsuche, auf die wir nachher noch ausführlich eingehen werden. Symbol 4 ist der Standort, an dem wir uns derzeit befinden. Diesen haben wir bereits im ersten Teil auf Heilbronn eingestellt. Symbol 5 bis 10 sind alles Zeitsymbole und beeinflussen die Zeit der Planetarium-Simulation. Sie sind für uns aber ohne jede Relevanz. Wichtig ist aber, dass in dem Feld oben immer eine Sekunde zu sehen ist. Das bedeutet nämlich, dass eine simulierte Sekunde exakt einer realen entspricht. Die Zielscheibe oder Symbol 11 sind Field of View Symbole. Mit diesen können wir das Field of View, also das simulierte Gesichtsfeld, einstellen und anzeigen. Dort können wir theoretisch sogar ein eigenes Field of View erstellen. Auf dieses Prozedere gehen wir hier aber nicht ein. Die restlichen Symbole, ausgenommen der letzten 7, die bei euch standardmäßig deaktiviert sind und von uns nachher erst aktiviert werden, steuern lediglich das Planetarium. Unter dem Tab Hilfe bzw. Help findet ihr den Reiter Switch Application Language oder Sprache der Anwendung ändern. Hier könnt ihr die Sprache von K-Stars in etwa 60 Sprachen umändern. Nun ist es aber höchste Zeit, endlich ICOS zu starten und uns ein Simulatorenprofil zu erstellen. Nachdem ICOS jetzt gestartet wurde, klicken wir auf das Plus und erstellen uns ein neues ICOS-Profil. Das Profil muss so erstellt werden, dass wir mit den Simulatoren arbeiten. Die Montierung ist dabei der Telescope Simulator, CCD ist der CCD Simulator und die Nachführung ist der Guide Simulator. Haben wir alles richtig eingestellt, können wir unten rechts auf Speichern, danach auf Schließen gehen und danach mit dem Play-Symbol das Ganze einfach starten. Kontrollieren wir kurz, ob alles richtig angesteuert und auch verbunden ist und danach können wir auch dieses Fenster schließen. Verschieben wir das ICOS-Fenster ein wenig nach unten mit gedrückter linker Maustaste oder indem wir den Finger ein wenig über den Bildschirm ziehen, um wieder freie Sicht auf K-Stars zu bekommen. Damit ihr jetzt die gleichen 7 Symbole von rechts erhaltet wie ich, müsst ihr über den Einstellungen-Reiter auf angezeigte Werkzeugleisten gehen und dann die Teleskop-Werkzeugleiste aktivieren. Und schon habt ihr die gleichen Symbole wie ich. Mit diesen steuern wir übrigens die Montierung, dazu aber später mehr. Verschaffen wir uns jetzt erst einmal ein wenig mehr Struktur und Ordnung in K-Stars. Klicken wir dazu auf das Symbol mit dem großen Wagen. Damit aktivieren wir die Sternbilder. Und diese werden uns mit Linien verbunden angezeigt. Danach wiederholen wir dasselbe mit dem Ori-Symbol, um auch die Namen der Sternzeichen anzuzeigen. Jetzt fällt zumindest mir die Navigation in K-Stars viel, viel einfacher. Wen das aber stören sollte, kann es auch einfach wieder deaktivieren. Okay, die ruhige Phase hat nun ihr Ende. Was gleich passiert, ist wirklich komplex, aber keine Sorge, ich erkläre alles langsam und Schritt für Schritt. Fangen wir damit an, unseren Simulatoren eine Parkposition zu geben. Hierfür wähle ich den Stern Mizza aus, da dieser der zweite und letzte Stern meines Star Alignments ist und ich dort nach jeder Fokussierung sowieso landen werde. Ihr könnt dafür aber theoretisch jeden Stern nehmen, den ihr für richtig haltet. Wichtig ist aber, dass dieser immer von eurem Standort aus gut sichtbar ist und von nichts verdeckt werden kann. Bahnen wir uns also zuerst einmal einen Weg zum großen Wagen und klicken mit der rechten Maustaste einmal auf Mizza. Fahren wir jetzt runter zu dem Telescope Simulator und gehen auf Go To und ZS Parking Position. Und Gratulation, ihr habt gerade eure simulierte Montierung auf den Stern Mizza gefahren. Tatsächlich hat das Teleskop aber nur die Position angefahren, von der es ausging, dass es Mizza war. Sicher kann das Teleskop sich erst sein, wenn ihr ein Plate-Solve durchführt. Dafür gehen wir aber noch einen Schritt weiter und suchen uns im Planetarium ein Objekt unserer Wahl. Meine Wahl fiel hier auf den Pelikannebel. Mit einem Rechtsklick öffnen wir erneut dieses Menü und gehen auf den Teleskop-Simulator. Klicken wir jetzt auf Go To, wird der Simulator erneut losfahren und zu dem Ort fahren, an dem er den Pelikannebel vermutet.
Wichtig zu erwähnen ist hierbei noch, dass ihr mit eurer echten Ausrüstung natürlich nicht mehr Teleskop Simulator dort stehen habt, sondern zum Beispiel SynScan, EQ-Mod oder ähnliches. Hat die Montierung dann endlich ihr Ziel erreicht, wird es wirklich spannend. Bereiten wir den Platesolver auf seine erste Arbeit vor. Schieben wir dafür erst einmal ICOS wieder hoch und gehen auf den Solver-Tab. Das ist im Endeffekt das Zielscheibensymbol oder das zweite Symbol von rechts. Und dort angekommen, gehen wir erst einmal unten rechts auf die Einstellungen. Ganz unten in dem Menü, das sich öffnet, können wir Dateien indizieren. Je nach eurem Field of View benötigt ihr andere Dateien. Oben wird euch angezeigt, welche Dateien erforderlich, empfohlen oder nur optional sind. Diese richten sich vor allem auch nach eurer Teleskopwahl. Wir können aber einfach die Standardwahl lassen, die ist meist gar nicht mal verkehrt. Ihr müsst auch nicht alle Dateien herunterladen, da diese auch mit zunehmend kleinerem Field of View sehr, sehr groß werden. Alles über 2 GB würde ich erst einmal sein lassen. Es sei denn, eure native Brennweite ist größer als 1500 mm. Mit einem Klick auf das jeweilige Kästchen beginnt sogleich der Download. Ist dies geschehen, können wir das Fenster schließen und uns einmal den Solver-Tab genauer anschauen. Bevor ich jetzt aber damit weitermache, tue ich erstmal eben das Feld lokal skalieren. Es macht keinen großartigen Unterschied, aber das ist mir dann jetzt doch zu blöd. Das ist also der Solver-Tab. Hier findet die ganze Magie statt. Fangen wir ausnahmsweise einmal unten an. Ganz unten könnt ihr wählen, ob der interne ICOS-Solver für euch platesolven soll oder ob ihr ein Fremdgerät verwenden wollt. In meinen Augen gibt es aber keinen logischen Grund, auf den internen Solver zu verzichten. Darüber wird es interessant. Hier wählt ihr neben der Kamera, mit der ihr platesolven wollt, auch die Belichtungszeit, den Bin etc. Für die Nutzer einer dedizierten Astro-Kamera kann ich das Binning empfehlen, da damit eure Auflösung reduziert wird. 2x2 Binning um den Faktor 4, 3x3 um den Faktor 9. Je kleiner die Dateien, desto schneller und einfacher kann ICOS natürlich auch solven. Übertreibt es aber nicht. Habt ihr eine 16-Megapixel-Kamera, habt ihr nach dem 2x2-Bin nur noch 4 Megapixel. Mit 3x3 sind es nur noch 1,8 Megapixel. Ich zum Beispiel belasse es bei dem 1x1-Bin und habe so die vollen 8,3 Megapixel meiner ASI585 zur Verfügung. DSLRs und DSLM sind übrigens nicht in der Lage zu binnen. Deshalb steht dort auch immer 1x1. Darüber finden sich nun die Solution Coordinates. Und das sind die tatsächlichen Koordinaten, die sich durch das Platesolving ergeben haben. Darüber finden wir dann die Telescope Coordinates. Und das sind die Koordinaten, an denen K-Stars glaubt, sich zu befinden. Hier gucken wir uns nochmal eben diesen Reiter Genauigkeit an. Und zwar ist es so. Mit der Genauigkeit stellen wir ein, wie viele Bogensekunden das Ziel maximal von der Bildwidthe abweichen darf. Standardmäßig sind 30 eingestellt und ich würde euch raten, nicht unter 20 zu gehen. Ganz oben haben wir jetzt die wichtigsten Befehle. Links sagen wir ihm im Endeffekt, was er zuerst machen soll und rechts sagen wir ihm, was er danach damit tun soll. Gucken wir uns das Ganze mal in aller Ruhe an. Aufnehmen und lösen. Der AstroBerry nimmt ein Foto auf und berechnet die tatsächliche Position anhand vom Platesolving. Laden und schwenken. Damit wird ein Bild geladen und der AstroBerry fährt zu den Koordinaten, die ihr aus dem geladenen Bild gesolved habt. Habt ihr schon mal von einem Deep Sky Objekt Belichtungszeit gesammelt und habt noch ein solches Light auf dem AstroBerry, könnt ihr das Bild suchen und in ICOS laden. Wählt ihr diese Option aus, wird versucht der AstroBerry exakt den gleichen Bildausschnitt wiederherzustellen. Wisst ihr was? Das probieren wir jetzt einfach mal eben. Wir sehen, das Bild wurde direkt geladen und noch bevor ich irgendwas machen konnte, hat er das Bild bereits gesolved und ist mit ungefähr 6 Bogensekunden daneben. Damit befinden wir uns in unserem zuvor eingestellten Kreis von 20 Bogensekunden und damit ist der Platesolver fertig. Was jetzt passiert ist, ist interessant, denn dieses Fenster sagt uns, dass unser aufgenommenes Bild, was gerade auch geplatesolved worden ist, nicht perfekt zentriert ausgerichtet war. Jetzt sagt ICOS uns, wenn wir das Ganze nicht wollen, dass es jetzt das Bildfeld automatisch ausrichtet, dann müssen wir die Bildfeldrotation im Alignment Options ändern. Dies hat aber für uns überhaupt keine Relevanz und ist nur jetzt wegen den Simulatoren aufgetaucht. Nutzen wir die Zeit und schauen uns die Begriffe rechts davon auch noch eben an. Abgleich. Die vermuteten Koordinaten bei Telescope Coordinates werden durch die tatsächlichen Koordinaten durch das Platesolve überschrieben. Zum Ziel bewegen. ICOS berechnet, wo sich das Ziel jetzt mit den tatsächlichen Koordinaten befindet und fährt dieses danach an. Mit der Funktion Nichts passiert gar nichts. Ihr löst das Bild und fertig. Mehr passiert nicht.
Das Blade Solving lässt sich, während das Solven tut, quasi mit der Funktion Anhalten auf der linken Seite übrigens jederzeit stoppen. Das ist also der erste Weg zu Blade Solven. Ihr geht im Planetarium auf euer Objekt, klickt Rechtsklick drauf und geht auf Go To. Daraufhin könnt ihr das Objekt dann Blade Solven. Und jetzt noch einmal langsam zum besseren Verständnis. Wollen wir Blade Solven, klicken wir auf Zum Ziel bewegen und danach auf Aufnehmen und Lösen. Nach wenigen Sekunden wird uns das Ergebnis angezeigt. Ehe ihr euch verseht, habt ihr gerade euer erstes Bild durch Blade Solving gelöst und eure Teleskopdaten aktualisiert. Das ist alles. So einfach und doch so effektiv. Bei den Solution Coordinates wird nun bei Error entweder ein roter, gelber oder grüner Text angezeigt. Dieser Text sagt uns, wie weit wir genau in Bogensekunden von unserem Ziel entfernt gelandet sind. Hier kommt auch wieder die vorher eingestellte Distanz von 30 bzw. bei mir 20 Bogensekunden ins Spiel. Die Zielscheibe unten rechts liefert uns zudem eine visuelle Hilfestellung. Sie zeigt uns eben diese 30 Bogensekunden als grüne Markierung an, gelb ist dabei etwas über 30 und rot ist weit über 30 Bogensekunden. Der Blade Solver wird standardmäßig so lange versuchen, euer Objekt in den grünen Bereich zu verschieben, bis ihr das Ganze abbrecht oder das Objekt erfolgreich im grünen Bereich gelandet ist. Ein wichtiger Indikator ist für uns außerdem die mittlere Tabelle. Sie zeigt uns neben den Koordinaten auch den Namen des Zielobjekts an. Dies wird später noch wichtig werden. Für den Moment sind wir hier aber fertig. An dieser Stelle möchte ich euch noch eben zeigen, wie ihr euer Teleskop in die Parkposition befördert. Dazu gibt es grundsätzlich einige Möglichkeiten, aber ich zeige euch hier nur einen Weg, erwähne aber zu gegebener Zeit noch einen anderen. Oben rechts findet ihr die rote Fahne. Diese Fahne ist der Befehl, eure Montierung wieder zu parken. Einmal ein Linksklick darauf und eure Montierung sollte in Richtung Parkposition fahren. Aus einem mir derzeit noch nicht bekannten Grund schafft es das Teleskop aber nicht, die Parkposition zu 100% zu treffen. Relevant ist dies aber nicht weiter, da die Go-To-Funktion euer Wunschziel eigentlich immer trifft und selbst wenn euer Objekt mal daneben liegen sollte, wird einfach das Blade Solving aktiviert und das Problem ist behoben. Hier seht ihr, was ich meinte, der Teleskopsimulator hat Mizar knapp verfehlt. Das soll uns jetzt aber nicht weiter stören. Ich zeige euch jetzt lieber den zweiten Weg, Objekte zu suchen und diese anzufahren. Hierfür klicken wir oben auf das dritte Symbol von links, die Lupe. Suchen wir hierfür das bekannte Objekt Messier 31. Lasst uns einfach M31 eingeben und bestätigen das Ganze mit OK. Jetzt wird das Objekt vorerst anvisiert. Bevor wir jetzt zur Andromeda-Galaxie fahren können, müssen wir unser Teleskop erst noch anparken. Die grüne Fahne ist der entsprechende Befehl dazu. Ganz wichtig, ihr müsst euer Teleskop nicht zwangsläufig parken, erst recht nicht während der Astro-Session. Zum Ende einer Nacht wiederum könnte es durchaus Sinn machen, zumindest im Sternwartenbetrieb. Denn im Endeffekt habt ihr bei der Sternwarte ja immer eine fixe Position. Und da macht es dann natürlich schon Sinn, wenn das Teleskop nach getaner Arbeit wieder in ihre Parkposition zurückfährt, dann könnt ihr es ausschalten und fertig. Wenn ihr aber so wie ich mobil auf dem Feld unterwegs seid und das Teil sowieso jedes Mal wieder abbaut, dann könnt ihr euch auch diese Parkpositionfahrt auch wieder sparen. Wie gesagt, ich persönlich spare mir das Parken. Oben rechts ist jetzt übrigens ein kleines Textfeld, in dem unser derzeitig markiertes Ziel und seine weiteren Bezeichnungen aufgelistet sind. Und jetzt gehen wir mal an das Viereck mit dem Pfeil, denn das ist der Go-To-Befehl zu dem markierten Objekt. Lasst uns jetzt nach erfolgter Ankunft einmal die Genauigkeit mit einem Blade Solve prüfen. Das Vorgehen ist ab hier immer das gleiche. Aufnehmen und lösen plus zum Ziel bewegen. Wir sehen, der Text erscheint links wieder grün, also sind wir wieder innerhalb unserer vorgegebenen Bogensekunden am Ziel angekommen. In unserer mittigen Tabelle sehen wir jetzt auch einen zweiten Eintrag, der auch schon korrekt als Andromeda Galaxy ausgeschrieben ist. Das Häkchen dahinter bestätigt ebenfalls die korrekte Position. Rechts sehen wir in der Zielscheibe Markierungen. Diese sind mit Zahlen ausgestattet und sind Visualisierungen der Ergebnisse aus der mittleren Tabelle. Markierung 1 war in dem Falle IC63 und die Markierung 2 ist die Andromeda-Galaxie. Ihr seht drei Nachweise, ob wir das Ziel getroffen haben und auch gleich mit welcher Genauigkeit. Das war jetzt die zweite Möglichkeit, Ziele in K-Stars anzufahren und zu Platesolven. Ich weiß, es ist sehr viel Tobak. Aber keine Sorge, es ist im Endeffekt immer das Gleiche. Und bevor wir jetzt noch länger rummachen, machen wir einfach mal mit dem extrem wichtigen dritten Teil weiter. Hierfür klicken wir auf das umrahmte T und hier ist Vorsicht geboten.
Je nach Version habt ihr hier kein T, sondern ein A mit so einem Markierungsstrich. Und in beiden Fällen handelt es sich dabei um die Montierungssteuerung. Und das ist sozusagen eine digitale Handbox. Gehen wir dieses Fenster einmal genau durch. Ganz oben können wir die Montierung genauso wie mit unserer analogen Handbox auch in die entsprechenden Richtungen fahren. Darunter sehen wir die derzeitigen bis zum Bladesolve vermuteten Koordinaten und darunter befindet sich die dritte Möglichkeit, Objekte zu finden und zu dieser zu fahren. Und unter dieser auch gleich die vierte. Jetzt aber erstmal der Reihe nach. Machen wir vorerst mit der vierten Methode weiter. Für diese Methode benötigen wir die Koordinaten unseres Objektes. Und rein theoretisch kann dieses Objekt wirklich alles sein. Als einfaches Beispiel nehmen wir hier Messier 1. Auf Wikipedia stehen bei dem Reiter Position genau die Koordinaten, die wir brauchen. Diese sind in Rektaszension und Deklination angegeben. Vereinfacht lauten diese Koordinaten Rekt Doppelpunkt 05 Doppelpunkt 34 Doppelpunkt 32 und DE 22 Doppelpunkt 00 Doppelpunkt 52. Genau dieses Format müssen wir nun nur noch in das Fenster der Handsteuerbox eintragen und dann nach unten auf Gehe zuklicken. Das war's. Hier findet nun ebenfalls eine Abweichung vom Handbuch statt. Denn im Handbuch wird das Objekt als None identifiziert, N-O-N-E, was im Endeffekt auf Deutsch übersetzt nichts bedeutet. Das liegt daran, dass wir hier nur die Koordinaten gesolved haben. Aus einem mir bislang unbekannten Grund hat K-Stars hier aber NGC 1952 gemacht. Das ist im Endeffekt nicht weiter schlimm, aber es weicht halt von meinem Handbuch ab. Im Endeffekt ist es für uns sogar besser, da wir jetzt wissen, dass K-Stars kapiert hat, dass wir zum Krebsnebel wollen. Denn genauso wie der Krebsnebel Messier 1 ist, ist der Krebsnebel auch NGC 1952. Und was jetzt gerade passiert ist, ist großartig. Denn diesmal haben wir das Ziel verfehlt. Das sehen wir daran, dass in der mittleren Tabelle kein Häkchen mehr zu sehen ist, sondern ein Ausrufezeichen. Links ist bei Error die Schrift nicht mehr grün, sondern rot. Und ganz rechts in unserer Zielscheibe sehen wir, dass unser gerade gesolvtes Objekt völlig außerhalb dieser Zielscheibe liegt. Was jetzt passiert, passiert völlig automatisch, denn der Plate-Solver fährt jetzt erneut zu dem Objekt, macht erneut ein Foto und versucht so lange zu solven, bis es hinhaut. Und wenn wir jetzt mal nachschauen, beim zweiten Mal, jawohl, er hat es geschafft mit einer Differenz von 12 Bogensekunden. Und damit sind wir wieder innerhalb unserer 20 Bogensekunden und haben das Ziel damit perfekt erreicht. Das Ganze erinnert ein wenig an ein Navi im Auto und im Endeffekt verhält es sich auch genauso. Ihr habt die Adresse, die Koordinaten von tausenden Objekten eingespeichert und braucht nur noch den Namen eingeben. Aber was ist, wenn einmal ein Objekt nicht in diesem Katalog enthalten ist? Müsst ihr dann wirklich immer nach den Koordinaten suchen? Nein, denn die vierte Möglichkeit ist es, unbekannte Objekte zu suchen. Hierfür benötigen wir aber zumindest bei der ersten Suche eines Objektes eine stabile Internetverbindung. In der Montierungssteuerung klicken wir erneut auf die Lupe oder wählen diese oben in der Leiste aus. Lasst uns etwas total Verrücktes wie ARP 153 suchen. Der ARP-Katalog enthält ungewöhnliche Galaxien und Galaxiepaare. Diese sind aber meist so weit weg, dass diese Objekte für die meisten Astrofotografen eher weniger gut fotografierbar sind. Geben wir nun in der Zeile hinter nach Namen finden den Namen unseres Objekts ein und es wird kein Treffer angezeigt, dann klicken wir unten auf Search the Internet for ARP 153. Jetzt sucht der AstroBerry nämlich für euch die Koordinaten aus Katalogen aus dem Internet heraus und fährt an die entsprechende Stelle. Nachdem das Objekt gefunden wurde und zentriert darauf wartet, von uns per Goto-Befehl angefahren zu werden, hat sich im Handbox-Fenster etwas verändert. Nicht nur wurden die Koordinaten automatisch aktualisiert, es wurde auch der Name des Objektes als Ziel eingefügt. Nach dem Goto-Befehl solven wir das Bild erneut, um eine Routine zu entwickeln. Und siehe da, das Objekt wurde gefunden, als ARP 153 in der mittleren Tabelle markiert und die Koordinaten dazu aktualisiert. Nun wäre es aber toll, wenn wir das Objekt noch irgendwie speichern könnten. So würden wir im Voraus Objekte planen können und müssten auf dem Feld ohne Internetverbindung einfach nur das Objekt aus dem K-Stars-Katalog laden. Und selbstverständlich geht das Ganze. Und das sogar ziemlich einfach. Dafür müssen wir einfach nur mit Rechtsklick auf das Objekt klicken und im Kontextmenü die Details öffnen. Wenn wir jetzt auf Zur Beobachtungsliste hinzufügen anklicken,
wird das Objekt ab sofort für uns offline gespeichert werden und wir können es jederzeit ohne Internet anfahren. Und so haben wir die Möglichkeit, einen individuellen Katalog zu erstellen. Und wem das zu viel Aufwand ist, der kann sich auch fertige Kataloge herunterladen und so die bestehenden kostenlos ergänzen. Dafür geht ihr im Planetarium ganz oben auf Daten und von dort auf neue Daten herunterladen. Das Fenster, das sich danach öffnet, ist uns aus Teil 1 bekannt. Es öffnet sich automatisch, wenn man K-Stars zum ersten Mal konfiguriert. Nach der Konfiguration muss man es händisch hier auswählen. Und dort könnt ihr die ganzen Kataloge und auch kosmetische Veränderungen herunterladen. Stört euch zum Beispiel dieser komische, angedeutete Horizont? Dann könnt ihr euch ganz einfach eine Marslandschaft runterladen als Hintergrund. Kommen wir noch eben zu einer für mich persönlich extrem wichtigen Einstellung. Im ersten Teil habe ich euch ja gesagt, dass ihr auf dem Feld einen GPS-Dongle benötigt, um den Astroberry zu sagen, wo ihr euch befindet und wie viel Uhr es bei euch derzeit ist. Das ist nicht nur sehr umständlich, sondern vor allem auch sehr fehleranfällig. In der Vergangenheit habe ich immer erst die Montierung eingerichtet, bin per Handbox zum Ziel gefahren und habe dann erst den Astroberry mit der Montierung verbunden. Dieser ganze Aufwand ist total nervig und hat mich schon die ein oder andere Nacht gekostet, weil sich einfach Fehler eingeschlichen haben. Zum Beispiel konnte ich, wenn ich einmal an ein Objekt angekommen war, nicht einfach zum nächsten Objekt fahren, weil nämlich der Astroberry der Montierung seine Daten aufgezogen hat. Es gibt hier aber eine Funktion, die uns das Leben wirklich erleichtert. Da ich mit einem Druckerkabel die Montierung mit dem Astroberry verbinde, muss ich ja dennoch die Handbox einstellen, die Koordinaten, die Uhrzeit eingeben und ein Two-Star-Alignment durchführen. Dank einer sehr versteckten Funktion ist es jetzt aber wie gesagt nahezu fehlerfrei und bedeutend einfacher. Gehen wir dafür in die Einstellungen in K-Stars und klicken auf K-Stars einrichten. Unter Indie wählen wir nun etwa mittig bei Aktualisierungen von Datum und Standort das mittlere aus, nämlich Mount Updates K-Stars oder zu Deutsch die Montierung aktualisiert K-Stars. Jetzt zwingt nicht mehr der Astroberry der Montierung seine falschen Werte auf, sondern unsere Montierung die von uns in jeder Nacht und jedem Standort neu eingegebenen Koordinaten und die aktuelle Uhrzeit der Handbox dem Astroberry auf. Noch besser, durch das dadurch zwingend erforderliche Two-Star-Alignment wird auch die aktuelle Teleskopposition an K-Stars übermittelt. Da bei mir Miza immer der letzte Alignment-Stern ist, ist dann bei K-Stars, sobald die Montierung verbunden ist, automatisch Miza als Teleskopposition eingerichtet und ich kann ohne jeden Umweg, sogar ohne zu denken, sofort mein Wunschobjekt suchen und Blade solven. Und das war's. Wir haben in diesem Teil unseren Astroberry mit dem Heimnetz verbunden, haben Blade Solving betrieben und haben unsere bestehenden Kataloge um weitere Objekte bereichert. Habt ihr noch weitere Themen, die euch interessieren? Dann schreibt sie einfach in die Kommentare. In dem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, ihr etwas Lehrreiches daraus ziehen konntet und würde sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal.